dir erledigt. Komm. Wir haben schon ihre Ekel. Victoria-Platz, es ging 7-0 aus. Es war gut von uns gespielt. Ja, Wiener Victoria hatte wenig Chancen, aber am Ende des Tages ging es auch in unser Spiel und hoffentlich ist es dann auch in Donau und gegen andere Mannschaften genauso ablaufen und dass sie auch im Cup weit kommen. Wie viel ist dann? 7-0. 7-0 ging es aus. Zwei Tore hatte ich. Er hatte ein erfolgreiches Dribbling. Ein sehr krankes Dribbling. Ich hoffe, das ist auf Video, weil es ist schon Gold wert. Danke. Ja, wir haben gewonnen. Und ja, wir sind jetzt einen Schritt weiter. Und ich hoffe, wir werden die nächsten Spiele auch wieder gewinnen. Und ja, ciao. Hallo, mein Name ist Bilal. Ich war heute beim Match Wiener Victoria gegen LAC zuschauen. Ich finde, dieses Spiel war gut von LAC, auch gut von Wiener Victoria, weil Wiener Victoria ist ein B-Liga-Mannschaft und LAC ist A-Liga-Mannschaft. Und es war halt, es ist schon fix, dass LAC gewinnt, weil höher spielen, okay, aber es war schon, also als Cup ist es schön zu spielen, halt A gegen B und B gegen A. Es ist nicht nur ein Freundschaftsspiel. Ja, ich hätte erwartet, dass Wiener Victoria heute etwas mehr bringt, aber leider mit 15 Spieler gespielt. Kann man nichts machen, aber nächstes Mal ist es besser. Hallo, ich heiße Krasimir, bin der Name von Spielen. Spiel sozusagen war nicht so spannend, weil wir einseitig gespielt. Am Ende haben die 8 Minuten gewonnen. Was soll ich sagen, LAC ist weiter. Und viel Glück für die Victoria. Das war's.
zweite halbe Zeit fängt wieder. Elias hat Tore gemacht gerade. Sagst du nur? Ja, war Tor. Ich habe gar nicht so gesehen. Ich glaube, das war daneben. Sagst du nur für LAC? Da, 6-0. Da, 6-0. Da, Zentra. Ja, wo ist ein Spieler? Ich glaube, er hat doch Rennspieler. Da, ich war doch raus. Ja, Nummer 17. Ich dachte, er wäre. Ja, Thank you.
7:0 für LAC gegen Dynamo Victoria.